Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, in der Hinterwäldlerhölle von Outlast 2. Wir werden jetzt dieses Fenster hier... Es war nur ein Vogel, alles ist gut, alles ist gut. Wir schließen das Fenster sofort. Das mache ich nicht mit, so ein Scheiß. Oh. Das sieht auch gar nicht gesund aus, was hier passiert ist. Hier die Tür. Oh, die will ich gar nicht öffnen. Wir müssen leider nachladen. Das hat keinen Zweck. Finden wir hier gar nichts drin? Okay. Ja, komm, wir laden nach. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Hm. Okay. Achso, nee, hier können wir auch nicht raus. Dann müssen wir wohl... Oh! Oh, man kann die Türen hier versperren. Oh, wie schön. Oh, das müssen wir uns merken, falls wir fliehen müssen. Oh, shit. Control, um zu crouchen. Oh. Okay. Wir gehen hier einfach lang. Ist egal. Überall Kreuze aufgestellt. Für die Sünder. Okay, wir rennen vielleicht auch mal, denn ich höre Geräusche und ich will hier ganz schnell weg. Wieder am besten in der Hütte. Oh, das ist auch eine tote Kuh wahrscheinlich. Oh. Satanas Inimicae Dei. Satan Inimicae Dei, das heißt Satan, der Feind Gottes. Mensch, das Dateistudium hat sich doch gelohnt, ey. Immerhin für irgendetwas. Oder? Satanas Inimicae Dei. Ja, genau. Ja. Mensch, schön. Oh, jetzt müssen wir hier runter. Das kann doch nicht wahr sein. Wir zoomen da erstmal von hier ran, bevor wir da hingehen. Das ist eine Krippe. Eine Krippe mit sehr viel Blut. Da hängt irgendeine abgefuckte Figur. Okay. Hat Lisa hier den Antichristen geboren, oder was? Lol. Aber dann ist es anscheinend ein toter Antichrist gewesen. Denn hier ist sehr viel Blut. Aber das ist ja auch gut. Der Antichrist wurde besiegt. Wie schön. Wie schön, wie schön. Da müssen sich doch alle freuen. Wir lesen diesen Text. Wir lesen ihn lieber hier wieder so. Das Kind, es kommt. Bereit, das Messer macht. Das Kind, es kommt. Hebamme der Nacht. Mutter, die den Feind gebart. Gottes Welt durch Sünd bewahrt. Halleluja, halt die Flut. Das Warten endlich sich gelohnt. Des Morgens wird des Feindes Blut vergossen hier. Wir seien verschont. Das Kind, es wächst. Ihr Leib schwillt an. Das Kind, es wächst. Der Höll gesandt. Ezekiel ruft und schärft die Klinge. Kniet, betet frohe Dinge. Das klingt mir tatsächlich sehr, als wäre hier der Antichrist zur Welt gekommen oder aufbewahrt worden, ey. Das Jesuskind war es bestimmt nicht, was hier in dieser Krippe aufbewahrt wurde, ey. Die ganzen Fliegen. Na, nicht sehr hübsch animiert, aber egal. Überall diese Puppen, das macht mich auch fertig. Also irgendwas haben sie mit Kindern und Puppen und dem Antichristen. Oh. Ein paar Leichen, okay. Guck mal, selbst die Leichen. Oder ist hier ein... Achso, okay. Das Lick ist extra in Kreuzform angereiht. Sieht's aus hier natürlich wie ein Kreuz, ne? Was hat er uns zu sagen? Nothing matters but Lynn. It was a familiar smell. Almost sweet. They killed their children. Ach, das sind Kinder. Das macht ja nichts besser. Warum haben sie denn ihre Kinder getötet, bitte? Kriege ich eine Antwort? Wahrscheinlich nicht. Gott. Ja, okay, jetzt sieht man noch, die sind sehr klein. Oh nein. Das sind alles Kinderleichen. Scheiße. Okay. Wir verlassen diesen Ort ganz schnell. Oh. Gehen wieder an die Oberfläche.
kleine Schaukelpferdchen. Oh, die Geräusche hier schaukeln. Die Geister. Eine Puppe, ich bin kein Fan. Zum Kriechen. Ach, wir können auch kriechen. Okay. Wo kommt dieser... Wo zum... Hilfe! Ich will hier bitte hin. Oh, scheiße. Da ist irgendwer. Ah nee, das ist, glaube ich, keiner. Kein... Da ist ein Feuerchen. Oh, eine Batterie. Tut mir leid, die müssen wir kurz holen. Wer redet denn da? Oh Gott. Bitte rede einfach nicht. Uns hier irgendwo verstecken, falls da jetzt jemand echt, falls da jetzt nicht jemand kommt. Nur hier irgendwo hin ducken, ne? Ne, ich glaube, ich nehme nicht den Hauptweg. Ich laufe doch hier drüben lang, lieber. So weit außen rum wie möglich. Wer spricht da bitte? Oh Gott. Was war das? Hilfe! Oh Gott. Wer oder was war das? Da hinten ist ein Licht. Da war doch jemand. Was für ein Scheiß. Mach doch nicht sowas mit mir. Jetzt schon so früh am Anfang des Spiels. Hier können wir rein. Hier gehen wir auch erstmal rein. Oh, gehen wir sowas von rein. Machen sowas von das Fenster wieder zu. Eine Bandage. Du kannst keine weiteren Verbände tragen. Follow the blood. Ist wieder angesagt, oder was? Nee, erstmal... Nehmen wir die Batterie. Wie viele haben wir denn? Das können wir jetzt nur so sehen, ne? 3 Stück nur. Das kam immer mehr vor. Okay. Ja, und jetzt? Müssen wir jetzt hier durch, oder was? Ach nee. Okay, das ist gut. Aber dann hat sie hier drin wahrscheinlich jemanden getötet, ne? Dann hat sie ihn vielleicht da reingezogen. Aber da müssen wir hier wieder... Oh nein. Oh, nein, bitte, tu mir das nicht an. Ich habe doch keinem was getan. Wir müssen... Ah, da unten durch wahrscheinlich. Was macht denn da dieses Licht? Einfach nur normales Licht. Ach so, ich dachte, das wäre die Frau da. Ich schätze mal, es war eine Frau anhand der Stimme. Wir konnten sie ja noch nicht so genau sehen. Also, was heißt leider? Gott sei Dank eigentlich. Wir gehen da durch. Oh. Ich glaube, wir gehen sowas von ganz schnell hier drunter durch. Wenn ich diese Geräusche hier höre. Hier können wir nicht durch. Okay, wir hüpfen hier erstmal rüber. Hier können wir auch nicht durch. Da ist eine... Du kannst manche Objekte verschieben... Okay, dann müssen wir den ja wahrscheinlich verschieben, ne? Dann können wir vielleicht da... Ja, guck mal, dann können wir, glaube ich, da hochhüpfen. Das ist ja ganz logisch. Easy. Okay. Reicht das schon? Oh, nicht du schon wieder. Oh.
Okay, ich höre komische Geräusche. Wir gehen sofort hier hoch. Sofort. Aber sofort. Da kenne ich nichts. Da vorne ist irgendwie da irgendein Licht. Lass mal gucken, was das hier alles ist. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, 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 nein. Mach jetzt nicht schon wieder. Achso, du hast die Brille verloren, okay. Oh, oh Jesus! Gottes! God wants me dead? Okay? Nee, Gott will überhaupt nicht, dass ich sterbe. Oh, die. Ich lebe jetzt mal fest, das ist, glaube ich, eine Frau. Lebe mich erstmal fest. Und sie hat anscheinend irgendwas in der Hand. Eine Art Stab. Ah, wir können uns in einem Fass verstecken. Das ist natürlich gut. Wir können spähen. Okay. Sollten wir uns alles merken. Also Fässer, diesmal nicht Schränke, sondern Fässer sollten wir uns merken. Machen wir. Machen wir. Wieder raus will ich gar nicht. Denn hier läuft irgendwo diese Frau rum. Hier ist wieder ein Fass. Merken wir uns sowas von. In hüfthohen Pflanzen zu verstecken. Ach, wie das da vorne, okay. Wieso wird uns alles jetzt gesagt? Werden wir gleich Besuch bekommen hier, oder was? Oh, Mann. Hier haben wir einen Generator. Okay. Ich höre irgendwelche Stimmen. Ah. Da sitzt einer mit einer Machete am Feuer. Hm, schön. Freut mich sehr. Wir gehen hier rein. Mit deinem Mikrofon kannst du durch die Wände hören und geräusch... Okay. Drücke V. Könnt ihr bitte von der Tür verschwinden? Okay, das, der da singt, ist ja einer, der die ganze Zeit da ist. Und die anderen sind da gerade lang gelaufen. Okay. Haben wir hier noch irgendwas zum Einsacken? Geht er doch nicht raus jetzt. Echt nicht. Mach ja lieber zu da oben, als hier rauszugehen. Du bist der, der singt, okay. Come though they be like crimson red. Hide you in Ezekiel's. Okay. Belassen wir dich mal einfach. Bist du nett, bist du. Hey! Oh! Oh! Oh. 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 Daddy, help. Fire. God. Let's see, Daddy. Please. Daddy, oh God. What was that? Daddy, help. Oh God. Alter Vater. Oh God. Ich dachte, wir laufen jetzt genau die anderen in die Arme, ey. Ohne Batterie. Oh. Du bist doch nicht so nett. Ich dachte, du bist ein netter alter Mann. Weil du so schön gesungen hast. Und dann sagst du einfach, hier ist einer. Okay. Jesus. Aber wenn die jetzt anscheinend hier alle nicht so frisch sind, können wir hier nochmal absuchen. Würde ich sagen. Hier hätten wir uns verstecken können. Hier können wir rein. Und machen zu. Kein Risiko eingehen. Wozu können wir hier rein? Ach, nur zum Verstecken. Okay, aber das haben wir jetzt schon. Allerdings zu lange auffallen ist bestimmt auch nicht gut. Nicht, dass sie ihre Kopfschmerzen gleich loswerden. Wir düsen mal lieber. Das ist alle in Ruhe, ne? Ja, ja. Habt ihr alle verdient. Huch. Kommt das denn her?
hand. Ah, okay, aus. Do you know what God said? Aus dem Lautsprecher, okay. God said unto Moses, I am that I am, and that's all there is to it. We stand in opposition to the Antichrist. If we hope to be them, we cannot only try to be like Jesus. We need to be like God. And now, God has sent us this woman. Ich hoffe, du meinst nicht unsere Frau. God, I ask you, who is this outsider, this stranger, come into our midst? Listen to me, please, we crash. Na, das ist unsere Frau, scheiße, tatsächlich. Aber wer auch sonst, ist ja klar. You already revealed your tongue. There's nothing but lies. God's truth is here now. Come direct. Scheiße. Der komische Redner da hat unsere Frau geschnappt. Okay, dann lesen wir erstmal den nächsten Text. Meine Liebe, bitte, versuche stark zu sein. Papa sagt uns in jedem Gottesdienst, dass der Herr uns in unseren Träumen unsere Sünden zeigt. Und wir müssen uns diesen stellen. Sollten wir Gott gerecht werden wollen. Wenn die Visionen schlimmer werden und die Träume vor unseren wachen Augen erscheinen, so müssen Widrigkeiten bevorstehen, harte Zeiten. Doch das Paradies ist auf der anderen Seite. Gott liebt uns und gibt uns nie mehr, als wir tragen können. Auf ewig dein, Philipp. So, okay. Aber was ich, das ist ja alles schön und gut, aber was nicht schön und gut ist, dass der Typ sich unsere Frau geschnappt hat. Wer auch immer dieser Typ ist, ob das dieser Papa Knot ist, kann gut sein, ne? Oh, hier geht's gar nicht weiter. Hä? Ah, hier, okay. Papa Knot, wenn du es bist, lass bitte unsere Frau in Ruhe. Papa Knot, oh, wir können das hier... Okay. Ist das die heilige Jungfrau da oben, oder was? Die passt hier nicht so gut hin. Heilig und Jungfrau passt hier beides gar nicht gut hin in diese sündhafte kleine Stadt. Was sagt er denn dazu? It's enormous. Some sort of hillbilly Vatican. How could all of this have been here and nobody knows about it? It's not possible. Hat er hier tatsächlich, stimmt eigentlich, er hat hier mit Zäunen und Stacheldraht hat er sich hier seinen kleinen Hinterwäldler-Vatikan aufgebaut, ey. Ha! Oh, wow, ey. Ah, oh, ist das alles schrecklich. Aber wenn, obwohl der Vatikan, ich weiß auch nicht, wenn der das wüsste, würde er wahrscheinlich nichts dagegen tun. Die alten Sünder. Hier, das Licht. Das Paradies ist dort hinter der Tür. Das ist mir eben aufgefallen. Ich habe gestern erst darüber nachgedacht. Der Lichtschein ergibt ein Kruzifix. Oh, oh, oh. Ob denen das Leuten das hier gefällt? Obwohl, wahrscheinlich sind das eher Satanisten hier. Das sind wirklich die Gläubige. Können wir hier durch? Nee, okay. Dann wahrscheinlich hier drüben. Okay. Den haben wir schon öfter gesehen jetzt in Hütten, ne? Ist das deren heilige Person hier? Oder ist das vielleicht Vater Knut? Nee, das glaube ich nicht, ne? Aber wir werden es herausfinden, vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Und das ist aber ein cooles Schild. Eigentlich. Lesen wir mal den Text. Guck mal, bei solchen bin ich froh, dass wir das einfach so hier haben können. Und so lesen. Bei solchen komischen kleinen Kragesachen. Kapitel 11. Das Evangelium Sullivan Knuts. Okay. Die Scheide der Hölle öffnet sich bald und die Nacht sinkt mit den Wetzsteinen und Messern der Hebammen. Ach, sinkt mit den Wetzsteinen und Messern der Hebammen. Und der Feind, ängstlich in seinem Gefängnis, greift in das Herz Sullivans treuesten Schülers, dessen Name Wahl war, und in die der heimlich starrhälsigen und Unbeschnittenen im Herzen. Wahls Geist stieg hinab
unter den von Gott verdammten und verhassten und sprach mit dem Feind und badete in der Saat des spinnäugigen Lammes. Wahl verriet Templegate und Gott und selbst Sullivan Knot, den geliebt hatte und die Auserwählten zur Erlösung führen werde. Und der Herr sprach, lass Wahl und allen Ketzern 1000 Qualen erleiden. Und alle Ketzer 1000 Qualen erleiden. Und 7x7 Schande vor dem Tod und im Leben danach. Okay. Sullivan und Vater Knot. Und Wahl. Okay, Wahl ist Vater Knots Schüler gewesen. Okay. Sollen wir hier jetzt aufsperren? Ach nö, eigentlich können wir hier drin bleiben. Hier ist ganz safe eigentlich gerade. Aber wir wollen ja unsere Frau holen. Die anscheinend von dem komischen Kollegen, dem Chef hier von, ich weiß nicht, ob es Vater Knot ist. Kein Plan. Jetzt gehen wir hier in so einen Keller. Ich bin nicht einverstanden eigentlich mit dieser Aktion. Das erinnert mich wieder ein bisschen an Amnesia. Haben wir hier ein bisschen... Oh, nee. Nein, nein, auf keinen Fall. Nein. Give me their lives. I'll save you only so many times a body can promise the end of the world. Okay. Wir lassen die Kamera mal lieber an. Okay. Hier ist wieder das innere Ding. Nein, ich bin auf keinen Wahl. Er redet da mit mir. Ist da unten einer in diesem... Alter. Das ist ja richtig schlimm. Der muss einfach den ganzen Tag liegen. Der kann wenigstens stehen und sitzen. Der muss den ganzen Tag liegen, da, der Typ. Oh, ein Schlüssel. Oh Gott. Was geht hier ab? Was zum Teufel geht hier ab, ey? Alter, was geht hier ab? Ad inferi per aspera. Zum Teufel durch Anstrengung, durch Mühe. Oh Gott. Eigentlich heißt das per aspera ad astra. Also, wenn du dich im Prinzip so übersetzt, wenn du dich bemühst, kannst du nach den Sternen greifen. Okay, aber jetzt wollen sie anscheinend zum Bösen. Wo sollen wir denn lang? Hier? Hier ist versperrt. Ich... Ah, da. Oh nein. Bitte lass uns hier auch einer drin. Oh nein. Bitte greif nicht nach uns. Bitte, bitte nicht. Bitte lass uns in Ruhe. Bitte, bitte, bitte. Natürlich lässt er uns nicht in Ruhe. Das war doch so klar. Hier können wir, haben wir den Schlüssel jetzt. Ab geht's. Aufmachen bitte, sofort. Da ist schon wieder dieser Typ. Oh shit. Okay, hier hoch. Da, wo eben irgendein Randale war. Ich bin nicht einverstanden. Wir laden nach. Okay, ich würde sagen, dem Geschehen dort oben widmen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.